In diesem Video werden wir uns nochmal mit einem Bondrucker auseinandersetzen und der Möglichkeit, ein Logo auf dem Bondrucker auszudrucken. Zuallererstes würde ich Sie gerne auf unseren Online-Help verweisen. Hier können Sie im Übrigen auf unserer Homepage herunterladen, oder wenn Sie WaWi Profi 3 bereits installiert haben, haben Sie bereits ein pinkfarbenes Icon, also Symbol, auf Ihren Desktop. Das ist unser Online-Video-Searcher. Hier können Sie zum Beispiel nach Logo suchen. Okay, nun haben wir hier schon ein Video Bondrucker-Logo-Druck. Des Weiteren wird Ihnen in der Position 3 Minuten 29 bis 3 Minuten 39 Sekunden beim Video. Innerhalb dieses Zeitfensters wird Ihnen bereits gesagt, dass Sie natürlich die Möglichkeit haben, spezielle Escape-Sequenzen für Ihren Drucker einzutragen, sollte dieser vom Standard abweichen. Hier hole ich mal ein kleines bisschen aus. Es gibt hunderte von, was heißt hunderte, es gibt Dutzende, wollen wir mal jetzt nicht übertreiben, es gibt Dutzende von verschiedenen Herstellern. Jeder Hersteller hat verschiedene Modelle, ältere Modelle, neue Modelle, wie auch immer. Ja? So dass man, wenn man vielleicht in einer aufsummierten Zahl an ein paar hundert Drucker kommt. Ja? So, und jetzt macht das Ganze vielleicht Sinn, wir können nicht hunderte von verschiedenen Druckern bereits vorbelegen. Ist nicht jetzt zwangsläufig unsere Aufgabe. Die Drucker, die wir verkaufen oder die wir anbieten, die funktionieren auch. Das heißt, die erfüllen den aktuellen Standard. In den Systemeinstellungen können Sie hier in der Karteikarte Hardware und dann Bondrucker hier auf Einstellungen klicken. Und ich mache das Ganze jetzt einfach mal hier ein bisschen größer. So. Wenn Sie hier auf Einstellungen klicken, haben Sie die Möglichkeit, im Prinzip fast jeden Drucker der Welt anzusprechen. Insofern Sie natürlich über die notwendigen Escape-Sequenzen verfügen. So, was sind Escape-Sequenzen? Ganz einfach. Die WaWi gibt zum Beispiel dem Bondrucker hier diese Sequenz rüber, sagt da, machen wir Escape A und 1, dann weiß der Bondrucker, ach, ich muss das Ganze jetzt in der Mitte ausrichten. Also so zum Verständnis. Okay. Jetzt kann aber diese Escape je nach Drucker unterschiedlich sein. Egal, ob es jetzt hier die Steuerzeichen für das Öffnen der Kassenschublade sind oder die Steuerzeichen zum Ausdruck eines Logos, das Sie auf Ihren Drucker gespeichert haben. So, das kann natürlich von Drucker zu Drucker abweichen. Standard oder der aktuelle Standard sind einfach FSP 10.0, also 1.0, dann der da und der da. Diese drei sind eigentlich Standard. Sollte Ihr Drucker jetzt eine andere oder über andere Sequenzen verfügen, dann sollten Sie natürlich in Ihrem Druckerhandbuch nachsehen. Und wenn Sie das nicht haben, würde ich Folgendes machen. Ich gehe jetzt mal auf Google. Ich sage ESC, also für Escape-Sequenz. Und jetzt geben Sie einfach Ihr Druckermodell ein. TM20, ist doch wurscht. So, und dann haben wir schon hier da Quick Reference. Das sieht doch nicht schlecht aus. Jetzt gehe ich da mal rein. Und dann habe ich hier unten auch schon den Link. Jetzt habe ich ein PDF vor mir. So, und jetzt könnte ich sagen, ja, ich kenne mich da nicht aus. Dann muss man sich, wenn man sich natürlich mit Hardware oder wenn man Hardware hat oder wenn man generell Dinge hat, muss man sich halt kurz damit auseinandersetzen. So, und da gibt es jetzt die ganzen Escape-Sequenzen, das ist schon mal nicht schlecht. Und der Adobe bietet uns die Möglichkeit zu suchen. Ich suche jetzt einfach mal hier nach Logo und sage weiter. Ah ja, schau her. Und da heißt dann Logo Print Commands. Das ist doch mal nicht schlecht. So, und was steht hier? Set Logo, was? Set Top Logo Printing in NV Memory. Okay, das könnte jetzt eine dieser Sequenzen sein. Das ist natürlich, also das heißt, wenn der Drucker nicht dem Standard entspricht oder wenn die Escape-Sequenzen nicht zwangsläufig dem aktuellen Standard entsprechen, kann es sein, dass Sie natürlich hier ein bisschen experimentieren müssen. In dem Fall würde ich jetzt einfach mal das erste hier nehmen, das da, und würde das mal verwenden. So, indem ich hier bei Print Image das eingebe, was da steht, FS, Klammer auf, in Gänsefüßchen, E in Gänsefüßchen, also das heißt, alles, was keine Zahl ist, kommt immer in Gänsefüßchen, okay? Und dann 0, Leerzeichen 62, Leerzeichen 2, KC 1 und KC 2 ist User Defined Keycord for the Logo, okay? Was immer das ist, weiß ich nicht, würde ich jetzt einfach mal leer lassen. Also das heißt 2. Anführungsstrichen ohne Inhalt machen und dann 1, Leerzeichen 0 und dann einfach mal probieren. So, und wie gesagt, wenn Ihr Drucker keinem aktuellen Standard entspricht oder die Escape-Sequenzen vom Epson-Standard halt ein bisschen abweichen, ja, dann kann es durchaus sein, dass Sie das halt anpassen müssen. Und es ist ja nicht zwangsläufig gesagt, dass eine Firma, es gibt einen sogenannten Epson-Standard. Das heißt aber nicht, dass jeder Drucker diesem Standard entspricht, weil wenn der Drucker schon etwas älter ist, kann es durch sein, dass der früher oder auch vielleicht in Zukunft einen anderen Standard hat. So, oder einen anderen Standard hatte. Und den müssen Sie halt eintragen. Wenn Sie sich hier ein bisschen durchfriemeln, dann kommen Sie eigentlich auch relativ gut zurecht. Die meisten unserer Kunden schaffen das ohne Probleme. Oder sagen wir es mal andersrum. Oder in fast allen Fällen ist es so, dass eines dieser Commands, die wir hier schon mal vorgeben, dann dahingehend funktioniert, dass der Drucker dementsprechend die Kassenschublade öffnet oder dementsprechend sein Logo, das Sie auf dem Bondrucker gespeichert haben, ausdruckt.